Helme schützen vor der brütenden Mittagssonne, die Spaten schaufeln unermüdlich heiße Erde. Vertreter von UBM Development, der POR, NHD Immobilien und Gelcap Europe schuften und feiern in der Grazer Kalauer Straße. Der Spatenstich zur Ranken City ist getan. Der Name der Wohnhausanlage kommt von der benachbarten Rankengasse. Mich freut heute ganz besonders, dass wir nach einer längeren Entwicklungstätigkeit endlich in die Bauausführung gehen können. Und wir sind sicher, dass wir in 24 Monaten auch ein tolles Projekt von der Baufirma abgeliefert bekommen. Den Impuls zum Kauf des Grundstückes gab NHD Immobilien. Die Metamorphose von einem Gewerbegrundstück zu einem modernen Wohnbauprojekt beginnt. Und es werden hier 200 Wohnungen entstehen und 127 Tiefgaragenplätze, Gesamtnutzfläche von fast 10.000 Quadratmetern. Und wir konnten mittlerweile auch jetzt einen Investor finden, der dieses Projekt uns abgekauft hat. Allemal ein Grund zum Feiern. Nicht nur aufgrund dieser Tatsache, sondern auch, weil sich der Bezirk Gries optimal entwickelt hat. Es hat sich ja sehr viel getan in Graz. Alles, was heute zentral liegt, mit diesem Grundstück, zu Fuß erreichbar, zum Zentrum, zur Mur, hat natürlich dieses Grundstück an so viel Potenzial gewonnen, was vor 20 Jahren undenkbar war. Ich denke, das wird ein eigener Stadtteil, wo Graz stolz sein kann. Bevor der aufstrebende Stadtteil Gries ein gesuchter Wohnbezirk wurde, galt er als verruchtes Viertel, in dem sich der Investor, der die Rankencity um 33 Millionen Euro erworben hat, seinerzeit erfolgreich durchmanövriert hat. Ich war während meiner Studentenzeit Nachttaxifahrer und gerade hier im Bezirk Griesland habe ich sehr viel Geschäft auch in der Nacht gemacht. Und wenn ich da morgens um 6 Uhr zu Bett gegangen bin, war das meistens dann ein sehr interessantes Nachtleben und eine sehr interessante Nacht mit ordentlichem Geld, das ich gleich mitnehmen konnte. In Erinnerungen schwelgt auch der ehemalige Eigentümer Friedrich Obert mit seinem Sohn. Obert Beschriftungen war auf dem Grundstück 25 Jahre lang der Platzhirsch für Schilder aller Art und Nachfolger eines weiteren Traditionsbetriebes. Circa 1860 hat es die Seilerei Hase, die Familie Hase, erworben. Das ist da hier hinten. Und das haben sie dann umgewandelt in eine Drahtseilfabrik. Und wir haben es dann 1995 erworben. Und jetzt ist es wirklich eine wunderschöne Straße geworden, so wie wir sie vorausgesehen haben. Wofür der Gries anno dazumal bekannt war, weiß man im Stadtarchiv Graz. Alte Karten entführen einen auf eine Zeitreise bis ins Mittelalter. Der Gries war immer entlang der Hauptverkehrsachsen, die entlang der Stadt, entlang der Mur Richtung Norden und Süden führten. Insofern waren immer wieder Händler hier, die durchgezogen sind und ihre Waren angeboten haben. Es waren Handwerker hier, der Mühlgang wurde angelegt, natürlich auch die Wäscherinnen und die Fischer lebten hier im Gries. Wenn Sie so wollen, ist der Gries bis heute ein Insalata Mista. Italienische Einwanderer hinterließen die Welsche Kirche am Griesplatz. Nun Teil einer städtischen Mischung mit Charme und Diversität. Auch das Grün hat man nicht vergessen. Wir haben gegenüber auf der anderen Moorseite den Augarten entwickelt und das ist ein Naherholungsgebiet, auf das man zählen kann. Und ich bin überzeugt davon, dass das ein ganz junger Bezirk wird. Die Fertigstellung der Wohnungen mit einem begrünten, verkehrsfreien Innenhof für diese primär junge Zielgruppe ist 2023 geplant. Diese Generation fügt dann unserer Zeitreise viele weitere lebendige Kapitel hinzu.